Sonst muss ich dich leider schlagen, du kleiner Spack. Halt doch einfach, ja. Hallo, liebe Freunde, liebe YouTube-Freunde. Geh mal vorbei, ja. Geh nicht nerven hier, wenn ich das Video mache. Ja, du da hinten bist gemeint. Du ekliges Mitglied der Gesellschaft. So, liebe Freunde, es kommt zum großen Finale, würde ich sagen. Liebe Freunde, YouTube-Zuschauer, Obdachlos, Hartz-IV, Penner-Kanal, Säufer, und es wird mit Saufen gleich auch weiter. Also es wird bald ein Feier geben, weil die Sache ist jetzt hier zu Ende. Und das große Finale hat sich dann ja in der Kantine ergeben, wo wir den Aufstand angezettelt haben. Also wir, unsere kleine Gruppe aus einem Alkoholiker, mir, ein Hero-Junkie, der mir gesagt hat, ich soll mir mal einen Schuss setzen, und ja, einer ein bisschen Pepsi, dann noch zwei Alkoholiker und ja, die Großteil auch Raucher. Und einer von uns, also nicht ich, hat sich dann zum König, der ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen anders, ein bisschen narzisstisch und ADHS und so, hat sich in der Arbeitstherapie so eine Art Krone gebaut. Also das beeindruckt mich jetzt auch wirklich. Ich glaube, das wird was ganz Neues. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Wie wir das jetzt geschafft haben, hat er sich eine Krone auf den Kopf gesetzt und ist damit immer rumgerannt. Und dann, ja, eines Tages musste ja der Staatsstreich gegen die Therapeuten und Pfleger erfolgen, und dann kam es im Essensraum, Mittagessen, es wurde alles per Zeichen gemacht, und dann, ja, ist er auf den Tisch gestiegen, und dann hieß es: Essensschlacht, halte es durch den Raum. Und dann, ja, ging der Krieg los. Also dann war wirklich Ende. Dann war wirklich hier der Dritte Weltkrieg ausgebrochen quasi. Für ihn war es der Dritte Weltkrieg dann so quasi, hat er dann. Und wir haben die anderen Tische mit eingebunden. Alle haben dann, also alle mit angezettelt, alle mit Essen beworfen. Und also irgendwann war dann halt der ganze Raum voll. Alles eine riesige Sauerei, und die Pfleger, die Therapeuten, die Psychologen und auch die Sicherheitsleute müssen halt einschreiten. Und ja, ich bin dann einfach in dem gesamten Chaos einfach abgehauen, und ich bin jetzt auch auf dem Weg zu Hause, Leute. Es ist wirklich jetzt genug. Und ich habe mich aus diesem Schwachsinn, dieser ganzen Schwachsinn habe ich mich halt dann verpisst, verdünnisiert, und jetzt auf dem Weg. Paar andere Kumpels treffen. Wir gehen was trinken erstmal, feiern den Sieg gegen die Gesellschaft. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie das weitergeht, wie sich dieses ganze Erlebnis inspirativ dann, diese Konspiration, diese Verschwörung, was sich dann halt entwickelt daraus. Also dahin zurück geht's nicht mehr. Es wird weiter gesoffen, vielleicht auch andere Drogis werden ausprobiert. Und ja, mal sehen, ob ich noch Kontakt zu denen, werde ich dann halt auch behalten, zu meinen Freunden aus der Suchttherapie. Und wir werden zusammen alle gegen die Gesellschaft, ja, kämpfen. Und also auf jeden Fall ich werde mich nie wieder in diesem Maße unterdrücken lassen. Wir haben es der Gesellschaft gezeigt. Wir haben es gezeigt. Wir haben sie besiegt. Und ich kann nur sagen: unbesiegt, 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 König Hartz der Vierte. Unbesiegt, unbesiegt. Ja, freie Fahrt in die Freiheit, Leute. So.
Es freut mich, dass ihr auf der Reise durch die Suchtentzugstherapie, dass ihr dabei wart. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, liebe Zuschauer. Ergebt euch niemals, lasst euch niemals von der Gesellschaft unterdrücken und zugrunde richten. Ja.